Um nach wissenschaftlichen Aufsätzen zu recherchieren, nutzt man am besten bibliografische Fachdatenbanken. Eine Übersicht zu den verfügbaren Datenbanken finden Sie zum Beispiel auf der Seite der Universitätsbibliothek unter dem Reiter Recherche und dann fachspezifische Datenbanken. In der alphabetisch sortierten Liste sind die verschiedenen Fachbereiche der Universität aufgeführt. Wählen Sie dort zum Beispiel Medizin aus, bekommen Sie eine Übersicht zu allen Datenbanken mit medizinischem Inhalt. Die Zahl in Klammern hinter dem Fachgebiet gibt Ihnen bereits eine Vorstellung über die Anzahl der Datenbanken. Für jeden Fachbereich gibt es eine übersichtliche Auflistung aller Datenbanken nach deren Schwerpunkten, zum Beispiel Aufsatzdatenbanken, Bilddatenbanken oder Dissertationsverzeichnisse. Ganz oben stehen immer die Top-Datenbanken, die am häufigsten genutzt werden. Neben der jeweiligen Datenbank wird über ein Ampelsystem dargestellt, welche Bedingungen mit der Nutzung verknüpft sind. Grüne Datenbanken sind frei verfügbar, auch von privaten Rechnern. Solche, die gelb markiert sind, können Sie nur benutzen, wenn Sie auf dem Unicampus eingeloggt sind oder sich im VPN der Uni befinden. Auch Datenbanken mit rot-gelber Markierung sind für NutzerInnen der Bibliothek verfügbar. Sie müssen dafür nur in einem bestimmten Bereich der Uni sein, zum Beispiel auf dem Campus des Universitätsklinikums. Die genauen Details zur Nutzung finden Sie, wenn Sie auf die Datenbank klicken. Auf dieser Infoseite finden Sie Hinweise zur Verfügbarkeit, den Inhalten und den Fachgebieten. Häufig sind dort auch Tutorials und Anleitungen verlinkt. Über den Button Recherche starten werden Sie zur Datenbank weitergeleitet und können mit der Recherche beginnen.